Öl ins Kochwasser tun? Auf gar keinen Fall durchbrechen. Das Kochwasser erst salzen, wenn es bereits kocht. Und niemals nachher kalt abschrecken. Na, worum geht's bei uns heute? Um Spaghetti. Herzlich willkommen in unsere Küche. Spaghetti sind was Wunderbares, jeder mag's und eigentlich kann man damit nichts falsch machen. Sollte man meiden, ne? Wenn man richtig einkauft. Man unterscheidet zwei Sorten. Mit Ei. Oder ohne Ei, aber immer Hartweizen. Hartweizen, das können Sie schon an der Farbe erkennen. Wenn Sie jetzt mal schauen, können Sie sogar nicht nur die Farbe erkennen. Ein gutes Hartweizenprodukt ist immer leuchtend gelb. Also, man kann die Qualität sogar erkennen. Gelb ist es, weil Hartweizen gelb ist, nicht etwa, weil Eier drin sind. Ja, und hier kann man genau sehen, strotzend gleichmäßige Farbe. Glänzend, so ein bisschen glasig wirkend, während diese hier die schlechtere Qualität... Ja, glasige Bruchstellen auch. Und die schlechtere Qualität ist nicht ganz glatt, sondern außen so ein bisschen rau. Und dann sehen Sie auch noch kleine schwarze Pünktchen drin. Und diese kleinen schwarzen Pünktchen sind eigentlich nur ein bisschen eine Sauerei, weil die hätten rausgesiebt gehört. Ja, die brauchen wir nicht. Also wir kaufen anständige Spaghetti. Ob die aus Italien kommen oder aus Deutschland, ist egal. Ich habe hier Spaghetti, bei denen steht auf Italienisch Pasta di Semola di Grano Duro. Steht drauf auf Italienisch, obwohl es ein deutsches Produkt ist. Naja, hier ist es ein italienisches, da steht es natürlich drauf. Aber hier will ich noch was zeigen. Das ist jetzt ein italienisches Produkt und diese Farbe ist doch deutlich heller, obwohl natürlich auch das ein Hartweizen ist. Hartweizen ist halt nicht gleich Hartweizen. Es gibt guten und schlechteren und gut ausgemahlenen und weniger gut ausgemahlenen. Und das kann man eben, wie gesagt, sehen. Das Auge kauft in diesem Falle. Gut. Und natürlich auch der Preis ist etwas unterschiedlich. Je besser die Qualität, desto teurer ist ja klar. Jetzt wollen wir die Spaghetti kochen. Und da kann man eine ganze Menge Fehler machen. Jetzt nehme ich gleich mal die ganzen hier. Das finde ich eine gute Idee. Das Wasser kocht. Erst jetzt wird gesalzen, denn wir haben ja alle im Physikunterricht aufgepasst und gelernt, dass Salz im Wasser den Siedepunkt verzögert. Wenn ich also vorher salze, dauert es einfach länger. Ja, weil das Wasser, siehst du, wie das jetzt aufsprudelt, das ist natürlich toll. So, und jetzt kommen die Spaghetti rein und oh Wunder, sie passen nicht. Was mache ich denn jetzt? Jetzt warten wir so lange, bis sie weich werden. Schön langsam nachschieben, nicht mit Gewalt, nicht brechen. Aber man sieht, wie sie sich wunderbar biegen. Und sobald sie drin sind, kommt jetzt was ganz Entscheidendes. Jetzt müssen sie nämlich umgerührt werden, damit sie auf gar keinen Fall zusammenkleben. So, und jetzt kommt das, was du vorher gesagt hast. Sie dürfen eben nicht jetzt geölt werden, damit sie nicht, oder gebuttert werden, damit sie nicht aneinander kleben, weil das völlig falsch wäre. Und außerdem würde ja das Fett die Nudeln geradezu versiegeln. Das heißt, die Oberfläche wird glatt und rutschig und könnte nachher die Soße nicht annehmen. Und das wäre ja eine Katastrophe. Und noch eins ist wichtig. Nehmen Sie den größten Topf, den Sie haben zum Spaghetti-Kochen. Man rechnet pro 100 Gramm Nudel 1 Liter Wasser. Also immer die zehnfache Menge dessen, was Sie überhaupt reintun. Das klingt irrsinnig viel, ist es auch. Ja. Aber es ist wichtig, damit die Nudeln sich entfalten können, damit die Stärke genügend Platz hat, sich aufzulösen. Ja. Ich rede hier schon wieder zu lang. Ja. Hier ist also ein ganz toller Nudeltopf. Das wird immer überall angepriesen als das die größte Erfindung der Welt. So, jetzt haben wir hier drin vielleicht 4 Liter oder 5 Liter Wasser. Dann können wir also vielleicht... 1 Pfund Spaghetti. Aber allerhöchstens. Und das wird dann ziemlich eng. Und jetzt setzen wir das hier rein. Und jetzt würde das anfangen zu sprudeln. Ich kenne das schon. Und dann kommt nämlich hier irgendwo was raus. So, und jetzt kommen die Spaghetti rein und im oberen Teil ist kein Wasser und hier an der Seite kocht das Wasser nicht sehr günstig und das ist alles sehr gut ausgedacht von irgendwelchen Männern und funktionieren tut es überhaupt nicht. Es ist ein gutes Design, aber höchst unpraktisch, wie leider viel zu oft in der Küche. Also, wir machen jetzt Soßen zu unseren Nudeln. Und zwar um die Wette. Wer ist schneller fertig? Ich brauche als erstes mal 2, 3, 4 Esslöffel Öl. Das brauche ich auch. Olivenöl, versteht sich. Erste Pressung. Und bei mir kommen rein Zwiebeln, fein gehackt, eine weiße Zwiebel. Und ich nehme auch eine weiße Zwiebel, aber die ist nicht fein gehackt, sondern selbstverständlich akkurat und fein gewürfelt mit Messer. So, es wird sanft angeschmuggelt und es kommen nur 2 gewürfelte Knoblauchzehen dazu. Und ich hau hier rein jetzt 6 schöne Anchovisfilets. Und bei der milden Hitze mit den Zwiebeln dürfen die hier drin zergehen. Die Zwiebeln sollen schmurgeln, sollen aber nicht bräunen. Kriege ich von deinen Chilis was ab?
Ja, wenn es sein muss. Ja, die Hälfte nehme ich mir etwa. So viel? Ja, das muss er ordentlich Pep kriegen. Und dann habe ich hier 3 Tomaten und die tauche ich mir ins Kochwasser. Richtig ökonomisch gedacht. Ja, sicher. Uah, nicht. Jetzt bin ich doch mit dem Finger auf den Blick und jetzt fische ich sie auch gleich wieder raus und haue sie in die Schüssel mit dem Eiswasser. Jetzt müssen sie nämlich abkühlen, damit ich sie schön häuten kann. Meine Anchovies fangen an zu zergehen. Und wenn das dann soweit ist, komm, jetzt lass mich mal erstmal ein Momentchen hier kochen. Dann kommen nämlich 2 Esslöffel voll Pinienkerne dazu. Mhm. Nehme ich hier mit der Hand, weil ich keinen Löffel habe. Und die dürfen jetzt auch ein bisschen angehen. Mhm. Und dann werden 2 Knoblauchzehen reingepresst. Die nehme ich einfach so ganz. Darf ich mal schnell eine kleine Erklärung abgeben zu den Tomaten? Ja. Wenn Sie gelernt haben, dass man Tomaten kreuzweise einschlitzen soll, bevor man sie mit kochendem Wasser überbrüht, wenn man sie häuten will, dann vergessen Sie das bitte sofort, weil die Haut ist ein natürlicher Schutz vor dem Wasser. Also das genügt. Das Fleisch wird nicht verwässert, wenn sie dran bleibt. So ist es. Ne? Und es genügt vollkommen. Guck hier, mein Knoblauch. Ich habe noch eine 3. Zehe genommen. Das geht doch wunderbar mit dieser Presse, auch ohne, dass man es vorher schält. So, jetzt wird es bei mir zu heiß, muss runterschalten. Die gehäuteten Tomaten werden entkernt. Die Kerne will ich ja nicht haben. Das würde die Sache ja nur verbessern. So, und jetzt kommt hier Pfeffer dran. Und dann wird ein bisschen gesalzen, aber nur sparsam, weil die Sardellen ja sehr salzig sind. So, und ich bin ja jetzt eigentlich gleich fertig. Was? Schon? Ja, jetzt kommt hier noch Nudelwasser dran. 2 kleine Schöpfer. Ich tue meine Tomatenwürfel. Das ist nur für die Bindung. Und das muss noch ein bisschen einkochen. Ja, bei mir kommen die Tomatenwürfel in die Pfanne. So, und die müssen jetzt ein bisschen schmelzen und sich mit dem Zwiebel- und Knoblauchgemisch verbinden. Dann zupfe ich ein paar Basilikumblätter ab. So. Und ich tue sie nicht hacken, sondern ich zerzupfe sie einfach. Oder was auch gut geht, ist so aus der Hand mit dem Messer schneiden. Sie können auch eine Schere dafür nehmen. So. Das tust du jetzt schon dran, das kocht dann mit, oder wie? Einen Teil tue ich jetzt dran und die andere Hälfte kommt dann zum Schluss mit. Weil ich will da ja gar nicht lange rumkochen, sondern es soll ja nur ein bisschen zergehen. Etwas Pfeffer dazu und Salz. Hast du eigentlich Salz? Ach, du hast ja gar kein Salz nötig. Aber ich habe ja noch was vergessen. Ich habe ja noch meine Petersilie vergessen. Und jetzt kommt noch etwas, das kommt ganz zum Schluss drunter, Mozzarella. Und zwar kaufen Sie bitte nicht diesen aus der Kuhmilch, sondern gucken Sie, dass Sie bei Ihrem Käsehändler welchen aus Büffelmilch bekommen. Der ist einfach cremiger und sahniger und schmeckt besser. Ist ein kleines bisschen teurer, aber das lohnt sich. Dann kaufen Sie einfach die Hälfte und dann der ist viel so aromatisch, 3-mal so aromatisch wie der andere. So, jetzt kommen die Nudeln drauf. Jawohl. Der Käse. Bitte sehr, bitte gleich. Gerieben ist er schon. Jawohl, danke. Da kommt jetzt gleich als erstes mal ein bisschen was drauf, dass der gleich schmelzen kann. Und der Rest kommt nachher drauf. Ganz wichtig, dass man die Nudeln gleich mit dem Käse ein bisschen zusammenbringt. Und jetzt kommen die Nudeln heiß, tropfnass. Das ist wichtig, denn wenn sie zu trocken sind, nehmen sie die Soße nicht mehr. Reicht dir das? Das reicht dir. Ja, noch mal eins. So, wunderbar. So. Und genau das Gleiche mache ich mit meinen Nudeln. Der Kampf mit der Nudel. Ja, das ist schon was. So. Ups. Und schön mischen. Na ja, natürlich. Ach, das ist immer ein Bad. Hm. Und unter meine die Nudeln, die jetzt mit den Tomaten vermischt werden, kommen gleich meine Würfelchen vom Mozzarella. Und die schmelzen jetzt sanft und mischen sich mit den Tomaten. Na, dann misch mal. So, und jetzt kommt der Kampf mit der langen Nudel. Denn wir können das ja mühelos essen, auch ohne Löffel. Sie kennen das? Früher hat man bei uns immer noch einen Löffel dazu gedeckt. Das ist aber wirklich völlig überflüssig, weil am einfachsten lassen sich lange Nudeln aufrollen, indem man sich ein freies Plätzchen auf dem Teller sucht. Am besten hier in der Kuhle. So. Nachher auf meinem Teller eine schöne coole Suppe, das ist auch schön. Und dann kann man es sehr schicklich essen. Sehr schicklich.
Die klassische Soße zu Spaghetti ist der berühmte Hackfleisch-Sugo. Sugo nennen Italiener eine Soße, die langsam hat schmurgeln dürfen. Und Hackfleischsoße, das ist eben die klassische Soße Bolognese, die Bolognese. Ich mach's jetzt so, wie ich es mal bei einer toskanischen Hausfrau zugeguckt habe. Ich nehme einen Pfund Hackfleisch, tue das in die kalte Pfanne und träufle sofort ein bisschen Olivenöl drüber. Und jetzt geht es auf starkem Feuer los. So lange, bis das Hackfleisch krümelig geworden ist. Also ich habe das genaue Gegenteil gehört, nämlich von einer Frau, die 50 Jahre alt ist und jeden Tag zweimal dieselbe Hackfleischsoße macht, also zur absoluten Perfektion das immer gleich gekommen ist. Und die brät zuerst Zwiebeln und Knoblauch an und dann tut das Hackfleisch rein. Du siehst, viele Wege führen nach Rom. Und zwar tue ich das Hackfleisch in die kalte Pfanne, weil jetzt langsam sich der Pfannenboden erhitzt und das Hackfleisch, hier sehen wir es, richtig braten kann und der Saft sofort, es zieht ja sonst gerne Saft, das Fleisch, und der verkocht sofort. Hier ist es noch roh und hier ist es bereits, röstet es bereits. Und jetzt kann ich hier ein bisschen Platz schaffen und die Gemüsewürfel dazu tun. Also fein gewürfelte Zwiebel, eine ganz große, die kommt hier in die Mitte. Ein bisschen Öl obendrauf, so. Und dann kann das hier ein bisschen anschmoren, bevor ich es mit dem Hackfleisch erst vermische. Sag mal, das riecht ja jetzt schon gut. Ja. Brauchst du nicht noch andere Sachen jetzt hier? Siehste, ich will dir nur mal zeigen, warum meine Methode so gut ist. Jetzt ist alles nämlich angeröstet. Ja, ja. Und ja. Es hat keinen Saft gezogen. Ja, ja, und das ist auch, was jetzt den Geruch macht. Ne? Wieder ein, genau, diese Röststoffe, die sind das, die den Geschmack geben. Jetzt mache ich wieder Platz in die Mitte. Jetzt gib mir bitte die Möhren und den Knoblauch. Jetzt kann ich nämlich auch mit der Hitze ein bisschen runtergehen. Ja. 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 Wieder einen kleinen Tropfen Öl, damit es nicht anbrennt. Und Knoblauch. Jawohl. Und beim Knoblauch muss man sehr aufpassen, der verbrennt ja leicht. Und dann wird er bitter und das ist nicht schön, deswegen also nicht zu stark der Hitze aussetzen. Und den Sellerie könntest du mir jetzt auch schon rübergeben. Ja, ein bisschen. Ich glaube, das reicht hier, sonst ja. Wird es zu viel Sellerie. Ja, hast du recht. Wir wollen ja noch nachher ein Blatt mitkochen. Jetzt bräuchte ich das Tomatenmark. Wieder einen Platz in der Mitte schaffen. Tomatenmark? Ha, ha, ha. Hast du schon aufgemacht? Und ich habe gedacht, jetzt ist es noch zu. Hast du mich reinlegen wollen? Nein, ich habe hier eine. Muss ich früher aufstellen. Okay. So, das muss richtig rösten, auch wieder der Röstgeschmack. Und das jetzt karamellisiert nämlich das Tomatenmark daran und gibt eine gewisse, ja, eben auch einen ganz wichtigen, typischen Geschmack. Und nun kommt ein Schuss Rotwein. Aha. Der Herr muss wieder kosten. Naja, es wäre ja schlimm, wenn man jetzt einen korkigen Wein hier dran gießen würde. Das ist wahr. Also, jetzt ja, langsam, genau. Damit jetzt nicht alles sofort abgelöscht wird und sich erschrickt, sondern, ja, so. Der Wein erschreckt sich. Der darf, ja, noch ein bisschen. Jetzt lösen sich mit diesem Wein, lösen sich, Dankeschön, die Röststoffe, die am Pfannenboden sich festgesetzt hatten. Verbinden sich wieder mit dem Fleisch. Das ist übrigens als Wein ein Barbera d'Asti, also auch aus der Po-Ebene, aber nicht aus Bologna. Könnte man aber auch einen Wein aus der Region nehmen, zum Beispiel in Lambrusco oder so. Das muss halt irgendein trockener Rotwein sein, den man nachher auch gut dazu trinken kann. Eine Dose geschälter Tomaten. Und warum nimmst du da keine frischen? Weil die Dosentomaten einfach ein völlig anderes Aroma mitbringen. Das ist also ganz blöd zu sagen, bei mir kommt keine Dose ins Haus. Die Pelati, die sogenannten geschälten Tomaten, das sind Eiertomaten, das ist eine besondere Sorte, die ergibt dem Sugo einfach ihren charakteristischen Geschmack und ihre Konsistenz. Da ist eben ein bisschen mehr Sonne in der Tomate drin. So ist es. Und das wird jetzt ein bisschen zerdrückt. Dann kann ich ja schon mal ein bisschen würzen. Ja. Und zwar? Pfeffer habe ich schon drin. Was noch fehlt, ist Oregano. Oregano. Den nimmt man ja immer getrocknet. Ein bisschen zerrebeln, ein bisschen zerdrücken. Ah ja, dann kommt er und duftet. Ja. Dann riecht sofort nach Italien. Wunderbar. Und jetzt brauchen wir noch ein bisschen Salz. Und ich wette, dass wir auch ein bisschen Chili brauchen.
Und in einem italienischen Familie steht dieser Sugo den ganzen Vormittag auf dem Herd. Der kocht 2 Stunden, 3 Stunden, bis eben Mittag gegessen wird. Wenn Sie diese Zeit nicht haben, dann reicht eine halbe Stunde. Aber so viel sollte man mindestens ihm gönnen, damit sich die Aromen verbinden. Also ich habe ja gehört, dass er am besten schmeckt, wenn er wieder aufgewärmt, wie das Sauerkraut. Am nächsten Tag, ja. Klar. Ja, nur mal sehen, wie weit die Nudeln sind. Mmh, wunderbar. Na, sind sie gut? Warte. Ganz schön heiß, ne? Ja, haben einen guten Biss, aber sind geschmeidig, genau richtig. Du kennst den Trick, wie man es todsicher herausfindet, ob die Nudeln gar sind oder nicht? Indem man sie auf die Decke schmeißt, wenn sie kleben bleiben, ist fertig. Ja, du meinst, brauchen wir. Den Maler können wir uns diesmal sparen. Den Maler können wir uns sparen. Gut. Hübscher an. Dann ist das eine Portion? Jetzt, ja. Und darauf kommt jetzt ein ordentlicher Löffel. Von guck mal, aber nicht hier, ja? Das Blättchen wollen wir dann noch rausholen. Das wollen wir rausfischen. Und jetzt kommt noch Käse drauf. Jawohl, frisch gerieben. Und ein Stich, frisch gerieben. Stich Butter. So. Sieht sehr gut aus. Ist das kalt? Ja. Ja, und jetzt tut man das sofort mischen. Das sieht aber doch sehr appetitlich aus und riecht köstlich. Übrigens, so eine Soße kann man gleich im großen Stil kochen. Denn eingefroren oder sogar sterilisiert in Gläsern hält es ewig. Und Sie haben immer eine gute Spaghetti-Soße zur Hand. Ein Wort noch zum Käse. Bitte kaufen Sie niemals geriebenen, in so kleine Tüten verpackten Parmesan. Denn Parmesan ist kein geschützter Begriff. Da kann jeder alte Käserest drin sein. Sogar Käserinde kann drin sein. Und das wollen wir doch nicht über unsere schönen Spaghetti streuen, oder? Solch fertig geriebener Parmesan kommt uns nicht ins Haus. Und auch Sie kaufen in Zukunft den Käse am Stück. Und da gibt es nun die große Gattung der Grana-Käse, der körnigen Käse. Das kann man hier ganz schön sehen. Diese Körner, diese Grane, diese weißen hier, das ist Salz und das ist Milcheiweiß. Der König unter diesen Grana-Käse nun ist der Parmigiano Reggiano. Der hat dem Parmesan den Namen gegeben. Und der kommt aus der Stadt Reggio in der Emilia im Norden Italiens. Und es steht auf der Käserinde immer drauf, Sie können ganz, gar nicht fehlgehen, wenn da hinten drauf steht Parmigiano Reggiano, dann ist auch welcher drin. Ja, und der schmeckt am allerbesten, wenn er gut gereift ist, also Stravecchio, 18, 24, sogar 36 Monate alt. Und der Unterschied zwischen diesen beiden Käsen, dem Parmigiano Reggiano und dem Grana, Padano, steht übrigens auch hinten auf der Rinde drauf, der ist ganz genau beschrieben und festgelegt. Parmigiano Reggiano darf nur gemacht werden aus der vollen Morgenmilch und der Abendmilch von Kühen, die in dieser Region stehen. Während der Grana gemacht werden kann, auch aus Milch aus anderen Regionen. Und die wird dann angefahren in diesen Tanklastwagen, die einem am Brenner immer die Sicht versperren. So, jetzt haben wir aber genug über den Käse geredet und gehen zur Soße über. Eigentlich wollte ich noch zeigen, wie man den Käse frisch reibt. Also. Das ist nämlich eine schöne Sache. Eine gute Reibe muss man haben. So, und jetzt hat man hier diesen Käse locker, flockig und man weiß genau, was man gerieben hat. Und das schmeckt am besten auch zu der Soße, die wir jetzt machen. Ne? Und zwar eine Steinpilzsoße mit Auberginenwürfeln und Tomaten. Dafür würfle ich eine Aubergine ungefähr Zentimeter groß. Und ich tue schon mal Öl in die Pfanne, damit geht es ja immer los. Ja. Die Auberginen, wenn sie geschnitten sind, bitte nicht mehr rumliegen lassen, weil sie nämlich sich sehr leicht verfärben. Ui, ist es heiß. Heieiei. Jawohl, das ist aber sehr wichtig, damit die Auberginen kein Wasser ziehen und richtig rösten und braten. Sie sollen nämlich gleich Bratspuren zeigen. Und erst wenn sie das tun, kann es weitergehen. Und vor allem, Sie saugen, Sie sehen das jetzt, Sie haben das ganze Fett schon aufgesaugt. Aber Sie werden sehen, wenn die jetzt ein bisschen drin bleiben, dann geben Sie das Öl wieder ab. Die Steinpilze habe ich mit kochendem Wasser überbrüht, ungefähr 20 Gramm, und habe sie eingeweicht. Die sehen übrigens so roh aus. Ja, wenn du mal beiseite gehst, kann ich hier gemütlich schneiden. Ich danke dir. Die werden jetzt einfach klein. Ja, ich habe immer ein Auge drüber. Und was machst du da? Ah ja, das ist sehr gut. Ich schneide nämlich Rosmarin klein. So, das sieht sehr appetitlich aus. Und genau so möchte ich es auch haben.
gleich am Anfang pfeffern und zwar nicht zu knapp. Das. Ja, der Pfeffer, der geht aber los. Das habe ich jetzt davon. Und ich habe hier jetzt noch was ganz Besonderes. Da haben wir nämlich auf dem Markt diese kleinen, wunderbaren Artischocken gefunden. Das geht natürlich auch mit den etwas größeren. Aber diese kleinen sind besonders zart und köstlich. Und da zeige ich Ihnen jetzt mal, wie man die putzt. Also die untersten Blätter einfach abreißen. Dann von hier aus kommend hier etwas schälen. Den Stiel. So. Soll ich dir ein Schüsselchen mit Wasser bereitstellen? Nein, Zitronensaft? Die Zitrone, ich reibe das hier einfach mit Zitrone ab, das reicht. Ist ja auch wichtig, damit es nicht verfärbt. Ja, es ist sehr wichtig, damit es nicht verfärbt. So, und jetzt wird hier das äußere Harte mit dem Messer abgeschnitten. Nur der untere Teil der Blätter ist nämlich zart. Und die Spitze schneiden wir dann einfach hier oben wieder ab. So, hier innen alles zart bei diesen kleinen Artischockenherzchen. Aha, und hier unten muss ich nur abschneiden, da ist es dunkel. Viel ist nicht übrig, aber das ist das Beste, was es überhaupt gibt. Ich kann inzwischen meine Auberginen sehen genauso aus, wie ich sie jetzt haben will. Also richtig rundrum, jeder einzelne Würfel ordentlich angebraten. Und nun kommt Mitte etwas Platz schaffen. Nun kommt die gewürfelte Zwiebel. Ich habe eine rote genommen, weil die roten milder sind und außerdem sieht es hübscher aus. So, das wird jetzt auch angedünstet. So. Und schließlich kommen die Pilze hinzu. Wo hast du mir den gehackten Rosmarin hingetan? Ja, der ist versteckt. Ja, ja, jetzt pass auf. Jetzt kriegst du erstmal hier meine Artischockenviertel. Die habe ich nämlich jetzt nochmal in Viertel geschnitten, diese kleinen Herzen. Und auch nochmal zitroniert, dass sie nicht anlaufen. In diesem Stadium darf dann auch der Knoblauch hinzu. So. Zur Erinnerung, ne, der verbrennt leicht, den also nie allzu krass der Hitze aussetzen. Und wenn das alles schön angeschmuggelt ist, kommt der Rosmarin hinein. Ja, jetzt bin ich ja auch soweit. Ja, auch wieder Platz schaffen. Jawohl. Ja, scheiß mal. Danke. Ja. Der soll nämlich auch ein bisschen rösten. Und damit der auch wirklich röstet, tue ich jetzt noch einen Löffel, wirklich ein bisschen Olivenöl. Nur ein Tröpfchen. So. Und das duftet gleich nach Italien. Guck mal, und hier habe ich jetzt noch mal die Blättchen und Spitzen von vom Thymian. Thymian. Das ist zweierlei Thymian. Sehr schön. So. Jetzt kommen die Tomaten. Die habe ich, das sind zwei Fleischtomaten, die habe ich gehäutet, entkernt und Zentimeter groß gewürfelt. Wollen wir dann hier noch ein Schlückchen Rotwein? Das darf jetzt ruhig ein bisschen an. Ja. Behutsam, behutsam. Noch ein Schluck. Ja, danke. Du kannst doch ein bisschen Fleischbrühe haben. Ja, entschuldigung. Angießen könnte man natürlich auch mit dem Sud von den Steinpilzen, in dem die eingeweicht sind. Da sind natürlich unglaublich viele Geschmacksstoffe drin. Ja, und das ist auch ganz wichtig. Ne? Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Es soll immer nur so viel angegossen werden, wie die Pfanne auch imstande ist zu erhitzen. Damit es nicht abkühlt, sondern alles immer zuschmurgelt und rutschelt. Und es sollen jetzt ein paar Minuten lang die Artischockenböden weichschmurgeln. Und dann ist die Soße fertig. Halt, halt! Was fehlt? Basilikum kommt noch dran. Ja, ganz zum Schluss. Ja, wunderbar. So, das wird zum Schluss untergerührt und dann kann serviert werden. Und sollten wieder erwarten, gekochte Nudeln übrig bleiben, dann haben wir noch eine Idee dafür. Naja, also bei so einer Spaghettata, wo 20 Leute Nudeln essen, da kann natürlich ohne weiteres was überbleiben. Das kann man ja nicht so genau berechnen. Also wir haben ungefähr ein halbes Pfund gekochte Nudeln übrig und machen daraus jetzt eine Spaghetti Frittata oder Tortilla, wie die Spanier sagen würden.
Dafür brauchen wir 4 Eier. Du machst jetzt 5. Also ich mach sogar 6, weil die so klein sind. Nee, du, das reicht. Was ganz wichtig ist, rein müssen Kräuter. Und da habe ich jetzt zum Beispiel glattgeblättliche Petersilie, geht natürlich auch Krause, dann Schnittlauch, Dill, Basilikum, man könnte auch Estragon nehmen, Kerbel und so weiter. Und schließlich nehme ich hier noch ein wenig Rucola, das ist die sogenannte wilde Rucola, die habe ich natürlich auch im Garten. So. Die erkennt man an diesen spitzen Blättern, die andere hat ja diese runden Blätter. Ja. So, die Eier werden verquirlt, sie werden mit Pfeffer, mit Salz, einem Schuss Worcestersoße, das brauche ich bei Eiern immer. Ja, mhm. So, gewürzt. Und du hier hast eine Chilischote geschnitten. Ja, aber die muss natürlich auch rein, das ist ja klar. Ihr könnt natürlich einen Spritzer Tabasco nehmen. Ja, oder Cayennepfeffer, aber die roten Pünktchen sehen doch schön aus. Mhm. So, jetzt kannst du mir diese Kräuter hier bitte reinschmeißen. Mhm. Ich habe hier inzwischen schon Öl heiß gemacht. Sehr gut. Und jetzt kommen die Nudeln rein. Upsa. No. Wippen sie zusammen? Ja. So, das muss jetzt alles gründlich gemischt werden. Alles auf einmal mit Schwung. Mit Schwung. Ja. Wunderbar. Und jetzt ein bisschen rütteln. Gib mir noch mal eine Gabel, dass das sich schön gleichmäßig verteilt. Mmh, so, das sieht doch schon mal toll aus. Und jetzt müssen wir die Hitze so regulieren, dass die Spaghettata unten golden wird. Die Frittata. Ich danke dir. Unten schön golden braun wird, nicht zu dunkel. Und oben das Ei stockt. Ich lege jetzt hier also man kann einen Deckel natürlich auch drauf tun, aber Sie werden gleich sehen, warum ich so eine flache Tortenplatte drauflege. Damit es jetzt sanft ungefähr, sagen wir mal so, 8 Minuten stockt. Und dann muss man mal nachprüfen. Genau so muss sie aussehen. Es ist alles gestockt, nirgendwo mehr ist flüssiges Ei zu sehen. Jetzt kann man die Frittata stürzen. Also diese Platte wieder drauflegen oder der flache Deckel, den Sie haben. Dann wird es gestürzt. So. Und jetzt lässt man das einfach wieder auf der anderen Seite in die Pfanne zurückschubsen. Wunderbar. Zu so einer Frittata passt natürlich hervorragend ein grüner Salat, erfrischend und leicht. Und der wird ordentlich gekräutert. Und wie Sie sehen, ich zupfe hier nur einfach die Blätter rein. Die ganzen Blätter, das gibt einen besonderen Akzent und schmeckt ganz anders, als wenn man sie fein hackt. Wir bekommen jetzt unsere Frittata. Ich habe schon mal Tortenstücke abgeschnitten. Nimm doch mal das Buch bitte weg. Bitte sehr. Ich habe übrigens die Frittata dem allgemeinen Wunsch eines einzelnen Herrn entsprechend ohne Käse gemacht. Das finde ich aber nett. Es würde sehr gut schmecken mit. Das war's leider schon wieder für heute. Und die Rezepte finden Sie wie immer, wenn Sie auf die WDR-Textseite 386 gehen. Oder Sie gehen sofort auf unsere Homepage. Bis dann also. Tschüss.